Und oho, ein Soldat von der Oberfläche. Ich dachte, der Krieg war vorbei. Egal. Wenn du vorangehst, dann pass auf diese Power Critter auf. Wenn die auf dir landen, dann tut das weh. Okay, ein weiteres Puzzleteil. Es gab anscheinend einen Krieg. Aber was für ein Krieg? Wir müssen erfahren. Hallo? Okay, wir werden es doch schon erfahren irgendwann später, aber jetzt erstmal nicht in der näheren Zukunft. Also, hallo, mein Name ist Santa und dein Haus ist verschlossen. Haha. Ich war draußen, um ein bisschen Wasser zu schöpfen, als ich plötzlich angegriffen wurde. Ich bin zwar weggekommen und zurück nach Hause gelaufen, aber ich habe irgendwo auf dem Weg meinen Schlüssel verloren. Und jetzt bin ich aus meinem eigenen Haus ausgeschlossen. Bring mir den Schlüssel zurück. Nein, ich will nicht die Karte sehen. Geh weg. So, und jetzt hier haben wir diese Gestalten schon wieder und sie sind auf einmal stärker. Sie halten jetzt 8 Schaden aus. Nicht so wie vorher 4 oder 2, ich weiß es nicht mehr genau. Und stopp. Und hier haben wir einen, wow, einen richtig großen und die Erde bebt, wenn er landet und er hält richtig viel aus. 16. Und wenn der auf uns landet, dann tut das wirklich weh. Das wollen wir nicht. Stopp. Hör auf mich zu treffen. Lass mich nur... Geh weg. Geh weg. Gut. Eine Fledermaus und... Stirb. So, da ist der Schlüssel. Ich habe Santas Key erhalten. Warum ist der E drauf? Egal. Gehe ich noch weiter? Nein, eigentlich bringt das jetzt nichts, noch weiter zu gehen. Ich gehe zurück. Ich gehe da gleich noch weiter. Ich muss erstmal Santa seinen Schlüssel zurückbringen. Dann erzähle ich uns nämlich noch irgendwas Praktisches. Und wir können weitermachen. Und außerdem gibt es, glaube ich, in seinem Haus irgendwas. Oh, das ist der Schlüssel zu meinem Haus. Wir haben ihm Santas Key übergeben. Dankeschön. Er kann wieder nach Hause. Juhu. Eine gute Oh, Moment. Komm rein. Ich habe eine nette Belohnung für dich. Ja, das hören wir doch gerne. Und eine gute Eine gute Tat ist doch schön. Warum konnte Santa da drüber laufen? Wir können nicht da drüber laufen. Das ist unfair. Mann. Okay, Santas Haus. Heilung. Ja, Heilung können wir brauchen. So. Stacheln und ein Schild. Pass auf. Eine Todesfalle zu deiner Linken. Eine Berührung bedeutet Instant Death. Sofortiger Tod. Und das... Nein, ich brauche die Karte von seinem Haus nicht. Das stimmt sogar leider... diese Fallen. Ich werde es nicht ausprobieren, wenn ich sie berühre, werde ich sofort sterben. So, was hast du für mich? Danke, du hast mir wirklich den Tag gerettet da. Hier, du kannst das hier haben. Und wir haben eine neue Waffe bekommen, den Fireball! Du suchst nach jemanden? Ich habe hier niemanden sonst gesehen. Wenn du weitergehen willst und suchen, dann, also wenn du weiter reingehen willst und suchen, dann musst du durch den Feuerplatz in Chacos Haus, also durch den Kamin in Chacos Haus. Na toll, wie soll ich denn durch den Kamin? Aber wir haben erstmal die neue Waffe. Das war Springen. Feuerbälle, wuhu. A la Mario, wenn ihr Feuerblume gegessen habt, dann können wir auch so Feuerbälle schmeißen. Hast du noch was zu sagen? Du kannst zum inneren Part von Grasstown, wenn du durch den Kamin von in Chacos Haus gehst. Okay, hier ist noch ein Kamin. Crackle, Snap. Und Holzkohle brennt in diesem Kamin. Die brauchen wir später noch. Aber wir kommen erstmal nicht dran. Genauso wie an das komische Ding im Kamin in der Assembly Hall in Mimiga Village. Aber dieser... Das ist toll. Fireball. Damit können wir diese Viecher am Hang einfach fertig machen. Und da diese Waffe auch so gut effektiv ist, können wir damit auch direkt die Kristalle einsammeln und... Yay! Wir haben einen stärkeren Fireball. Wir können jetzt 3 schießen. Sie sehen besser aus und... Stirb! Stirb! Okay, nach oben ist diese Waffe nicht besonders effektiv. Wie man sieht, wenn ich nach oben... Das brauche ich noch. 5, gut. Wenn ich nach oben schieße, es hat nicht so eine große Reichweite, ne? Aber weil es halt so an den Hängen entlang geht, ist das ziemlich praktisch an dieser Stelle. Komm, stirb. Okay. Ah, nein! Fledermaus. Stopp. Ah, komm schon. Du sollst nicht rumfliegen, du sollst mir deine Kristalle geben. Dankeschön. Das wollte ich haben. Level up. Wir haben die höchste Stufe. Und wie sieht diese wohl aus? Wow, 4 Feuerbälle, die viel schneller sind als die ersten und weiter fliegen und mehr Schaden verursachen. Stopp. Boah, man sieht, wir metzeln uns hier einfach durch alles durch.
Gut, ich wechsle mal wieder zum Polarstern und ich kletter mal hier hoch. Oder ich versuche es zumindest. Ich hoffe, ich schaffe es. Jawohl, jawohl, jawohl. Und ein weiterer Herzcontainer. Ja, der letzte lag jetzt doch schon ein bisschen länger zurück so im Vergleich zu den ersten paar, die man gefunden hat. Aber dafür erhöht dieser Herzcontainer auch die Lebensenergie um 5. Jetzt haben wir schon 19. Es kann nur noch besser werden. Fledermäuse! Nein, 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 nein. Nicht auf mir landen. Obwohl, fliegt über mich, dann kann ich euch abschießen. Ja, hier benutze ich den Polarstern. Das ist, glaube ich, am effektivsten. So. Dum, dum, dum. Machen wir Fledermäuse, aber sie hängen an der Decke. Ich schieße euch ab, bevor ihr runterkommt und mich tötet. Man sieht da oben, da brennt es. Und das ist der Part des Kamins, wo wir rauskommen müssen. Man sieht, wir kämen zwar von der anderen Seite darüber zurück, aber wir können nicht hoch genug springen, um daran lang zu gehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich durch den Kamin. So, Jackos Haus. Komm her, obwohl. Ich hole uns mal ein nützliches Item. Ich hole uns ein nützliches. Kann man das jetzt schon kriegen? Moment. Ja, ich will hier schlafen. Dum, 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 dum. Lebensenergie wiederhergestellt. Und ich gucke mal ins Inventar. Okay, noch nicht. Hallo. Goodness. Das ist ein gefährliches Item, das du da hast. Bist du ein Reisender? Okay, ich untersuche mal den Kamin. Entschuldigung, ich muss mal eben muten. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich musste husten. Hinter diesen flackenden Flammen siehst du ein Loch. Die Flammen sind aber im Weg und du kannst nicht hindurch. Und Jaco bemerkt das. Oh, du würdest gerne durch meinen Kamin gehen? Dann brauchst du Jellyfish Juice, also Quallensaft. Du kannst ihn von den Jellies kriegen. Ja, gerne doch. Krieg ich jetzt das nächste Seite? Komm schon. Bla bla bla. Lebensenergie wiederhergestellt. Und, jawohl, ich habe das nutzlose Item. Chakus. Lipstick. Lippenstift. Genau. Und, sie schläft. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert ist. Ich kann es mir denken, aber, ja, wer das Spiel kennt, weiß, dass das nicht wirklich Sinn macht, aber egal. Nein, nein, ich werde nicht creepy sein und direkt jetzt neben ihr ins Bett steigen, während sie schläft. Nein, das ist... Und das sind Jellies, die sind auf einmal aufgetaucht. Kaum wurden sie erwähnt, kommen sie schon. Es ist, als hätten sie nur darauf gewartet. Und ja, nein, 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 nein. Stirb, stirb, stirb. Okay, ich rüste mich mal lieber wieder mit dem Fireball aus. Fireball. Und diese... Aua! Was soll das denn, Fledermaus? Okay. Um diese Viecher am Hang zu töten. Wow, habt ihr das gesehen? Das ist sogar das Große mit einer... ohne dass es abheben konnte, mit einem, einer Barrage, ich weiß nicht, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, mit, wow, mit einem, mit 4 Schuss halt, ne, einmal abfeuern, alles, was man hat, ich mach halt auch einfach mal kaputt, damit könnt, dann könnt ihr mir nicht mehr auf die Nerven gehen, ich will dann sowieso die Richtung, okay, und immer mehr Jellies, aber wir kriegen keinen Jellyfish Juice. Und woran wird das wohl liegen, hä? Huh? Genau. Was ist das? Etwas komisches, weißes. Schießen wir mal drauf. Und es ist ein Mother Jellyfish. Ah, stirb!